Für euch. Und zwar werde ich euch die Sachen auch getragen zeigen. Vielleicht dient das Ganze als kleine Inspiration. Ich hoffe es natürlich. Die Sachen sind alle top aktuell, da habe ich drauf geachtet. Und dass sie noch erhältlich sind, ist natürlich auch wichtig. Also falls irgendwas dabei ist, dann geht mal los und schaut es euch nochmal selbst an. Ich war bei Zara, Fashion 5, ein richtig cooler Laden, und Roamwear. Und dann habe ich noch zu guter Letzt Schmuck. Oh mein Gott, es durften wunderschöne Schätzchen einziehen bei mir. Danke, lieber Muttertag. Also, wie gesagt, das zeige ich euch dann zum Schluss, weil das Beste kommt immer am Ende. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn es euch interessiert. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Und zwar fangen wir mal mit Zara an. Ich war auf der Suche nach einer Jeanshose und zwar nach einer weißen, natürlich, ne, wetterbedingt. Und da habe ich auch eine ganz, ganz schöne gefunden. Die hat hier so Löcher, die ist halt in so einem Street-Style. Hier unten ist abgeschnitten, hat hier so Fransen. Und das ist aber kein typischer Jeansstoff. Das ist ganz weich und es schmiegt sich so an. Also sieht richtig cool aus. Ich habe Größe 34 genommen. Ich sage euch das nur deshalb dazu, weil ich euch gleich noch was anderes zeigen möchte. Die hat gekostet 29,95 Euro. Finde ich richtig cool. Bin ich sehr mit zufrieden. Und dann habe ich noch ein Schätzchen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und ihr habt mich auch danach gefragt, und zwar auf Snapchat. Ganz, ganz viele haben mich danach gefragt. Und zwar ist es dieses Oberteil hier. Ich finde das so, so edel. Und zwar ist es grau, könnt ihr ja sehen. Ist langärmlich und hat zwei Schichten sozusagen, ist doppellagig. Und es war reduziert auf 17,95 Euro, da habe ich mich total drüber gefreut. Ich hatte das jetzt schon an auf eine Lederimitat-Leggings, also was Enges unten drunter. Und es wird jetzt demnächst auch auf ein Event angezogen, dann nehme ich euch mit, wenn ihr möchtet. Und ja, ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich es noch ergattert habe. Und wenn wir schon bei reduzierten Sachen sind, machen wir mit dem nächsten Schätzchen weiter. Und zwar habe ich das bei Only gekauft. Es ist eine Bluse sozusagen, die hat einen sehr, sehr hochwertigen Stoff. Und ja, auch diese hier trage ich quasi auf etwas engerem unten drunter. Also entweder, wie gesagt, diese Lederimitat-Leggings oder eine Skinny Jeans. Und zwar war die reduziert von 39,95 Euro auf 20 Euro. Da habe ich mich natürlich total gefreut. Ich muss die jetzt noch bügeln und dann sieht es wirklich top aus. Jetzt machen wir weiter mit Fashion 5 und oh mein Gott, als ich auf der Seite war, konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden. Die haben richtig, richtig coole Sachen. Ich bin durch meine Freundin Mayra ja, auf die Seite gekommen sozusagen. Mayra Joanne heißt ihr Kanal, ihr kennt sie mit Sicherheit alle und wenn nicht, dann schaut bitte mal unten in die Infobox. Ja, da habe ich mir auch wieder eine weiße Jeans bestellt. Und die ist aber vom Stoff her anders. Also die hat diesen typischen Jeansstoff, bin ich auch sehr, sehr mit zufrieden. Die hat auch hier wieder diese Löcher und unten ist sie ein bisschen anders abgeschnitten, aber auch richtig cool. Und zwar habe ich die jetzt in Größe S und das war eben das, was ich euch vorhin sagen wollte. Die ist mir ein bisschen weit. Also ja, so ein bisschen. Ich mag das eher, wenn die Hosen eben eng anliegend sind. Aber ich werde sie nichtsdestotrotz tragen. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schätzchen von Fashion 5. Oh mein Gott, ich bin total verliebt. Allein diese Farbe, ja, die hat mich so, so umgehauen, als es angekommen ist, auch von der Qualität her. Das ist so, so hochwertig. Ich würde das wirklich mit Zara gleichsetzen sozusagen. Das hat hier unten so Fransen, wie es jetzt eben modern ist. Einfach ein schönes Shirt drunter und ja, dieser Poncho sozusagen ist mal angezogen oder abends. Man nimmt es einfach mit in den Biergarten sozusagen. Wenn es etwas kühler wird, hat man richtig schön was zum Drüberziehen. Ja, und wenn wir schon bei Drüberziehen sind sozusagen, ups, ja, habe ich einen richtig, richtig coolen Parker eben von Fashion 5. Ich bin so, so verliebt, als ich den angezogen habe, habe ich gewusst, okay, der ist es, weil ich schon super lang auf der Suche nach einem schönen Parker war. Dadurch, dass ich ja etwas kleiner bin, passt mir da eben nicht alles. Und ja, der passt wie angegossen. Auch die Farbe ist richtig, richtig cool. Hinten die Mütze, genial. Also das wird mein absolutes Schätzchen. Und ja, die Heidi lebt ja in Deutschland, da ist es ja dann doch etwas frisch. Deswegen passt es wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte hier noch zwei Kataloge sozusagen dabei.
Das fand ich auch richtig schön. Und zwar zum einen ist da so ein Lookbook. Da hole ich mir dann auch immer so Inspirationen. Und tata, mein Parka ist mit drin. Finde ich richtig cool. Und bei dem hier, das finde ich auch richtig schön gemacht. So hochwertig, ne? Und da ist auch mein Oberteil mit drin. Und das zeige ich euch jetzt noch geschwind. Und zwar sieht es an dem Model so aus. Richtig, richtig schön. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, bei Fashion 5 könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch auch übrigens alles unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls euch irgendwas gefällt. Dann machen wir weiter mit Roamwear. Und zwar habe ich mir da dieses Teilchen hier bestellt. Ja, einfach fürs Schwimmbad dann, wenn ich mit meinen Mäusen unterwegs bin. Weiß, ein Jumpsuit, der hier ja, quasi schulterfrei ist. Ihr wisst, ich liebe das über alles. Und hier mit diesen Stickereien, auch vom Stoff her sehr, sehr schön gemacht. Freue ich mich auch drauf, das zu tragen. Aber jetzt kommen wir quasi zum Schätzchen von der Bestellung von Roamwear. Und zwar ist es diese Bluse hier, die super hochwertig auch wieder ist. Also das würde ich auch wieder gleichsetzen mit Zara. Ihr wisst, ich bin ehrlich mit euch, ja. Also wenn mir irgendwas komisch vorkommt oder wenn der Stoff einfach total, ja, so billig gemacht ist, würde ich euch das sagen, wirklich. Aber hier sind so, so hochwertige Stickereien drauf. Also das geht wirklich mit einem Zara-Oberteil durch, mit Sicherheit. Ganz, ganz toll gemacht. Da freue ich mich auch wieder drauf, das zu tragen. Vielleicht sogar die weiße Jeanshose und dann ist man schick angezogen sozusagen. Und dann kommen wir zum letzten Teilchen von Roamwear. Da muss ich sagen, weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und zwar finde ich halt das obenrum richtig cool. Also das ist auch ein Jumpsuit. Aber dadurch, dass der Stoff so dick ist, also das ist sehr, sehr dicker Stoff, weiß ich nicht, warum das dann kurz ist. Seht ihr das? Also ich kann es gar nicht so weit hochhalten. So machen wir das jetzt. So, also es ist, ja, kurz quasi. Und oben ist es dann vom Stoff her halt super dick und langärmlich. Also ich finde es richtig cool obenrum gemacht, ne? Hier auch so schulterfrei mit dieser Kordel hier. Richtig genial, aber ich würde jetzt hier keine Strumpfhose drunter ziehen, also keine Blickdichte. Versteht ihr, wie ich meine? Aber wenn ja, ich nichts an den Beinen habe, bedeutet es ja, dass draußen warm ist. Aber dann schwitze ich, wenn ich das so oben drüber anhabe. Versteht ihr, was ich meine? Naja, also mal schauen. Irgendwie muss ich mal gucken, was ich daraus zauber sozusagen. Und das waren erstmal die Sachen von, genau, Zara. Fashion 5 Roamwear. Und ich habe euch noch was vergessen zu zeigen. Haha, das habe ich hier hingelegt. Hatte ich total vergessen, wollte ich euch auch noch zeigen. Durfte auch noch bei mir einziehen. Hi, hi, hi. Und zwar von Sassy Classy. Den Online-Shop, den habe ich euch auch schon vorgestellt. Und zwar könnt ihr da sehr, sehr gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Die haben auch richtig, richtig coole Sachen. Und da habe ich eben meine Lederimitat-Leggings her, auf die ich so, so oft angesprochen werde. Auch auf Events hatte ich die schon an. Da wurde ich auch von Blogger-Kolleginnen quasi angesprochen. Also alle finden die richtig cool, weil die einfach auch vom Preis her stimmt. Die ist super angenehm zu tragen. Sieht sehr, sehr sexy aus und ich mag die sehr gerne. Die geht jetzt an meine Schwester, weil ja, als meine Schwester Steffi da war, hat sie sich auch in diese Hose verliebt und dadurch, dass ich ja eine habe, gehört die jetzt meiner Schwester. Und dann habe ich mir noch eine Jeanshose, beziehungsweise ja, eine Hose halt hier bestellt. Bei der hier ist es allerdings so, dass sie mir leider ein Ticken zu eng ist. Also da rate ich euch wirklich immer alles nachzulesen, was in der Beschreibung steht. Das habe ich nämlich nicht getan. Und auch hier habe ich eben ja, gedacht, dass es passt. Es ist allerdings 36 und das ist so, so eng anliegend. Also deswegen habe ich euch vorhin meine Größe gesagt. Ich trage, wie gesagt, normalerweise 34 und bei der hier ist es echt knalleneng. Also sie passt. Aber es ist jetzt ja, nicht so, dass ich dann noch Pizza essen gehen könnte mit einem guten Gefühl, sagen wir es mal so. Okay, aber cool ist sie. Ich warte da jetzt noch drauf, dass ich quasi die andere Größe bekomme. Aber auch hier könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen bei dem Online-Shop. Richtig cool. Aber jetzt zeige ich euch endlich den Schmuck, von dem ich euch schon ja, erzählt habe und euch quasi ja, heiß gemacht habe sozusagen. Also ich hole den schnell und dann machen wir weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe mir die Haare auf die Seite gemacht. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar wisst ihr ja, wie sehr ich es liebe, einfach ja, eine Uhr zu tragen, Schmuck zu tragen. Ich gehe nicht aus dem Haus, wenn ich hier keinen Ring trage, was total der Tick ist. Aber so ist es halt nun mal. Und ich wurde ganz, ganz oft auf Snapchat
angesprochen bzw. angeschrieben, welche Ohrringe ich denn trage. Und deshalb habe ich jetzt gerade meine Haare etwas auf Seite, weil ich euch diese wunderschönen Ohrringe zeigen wollte. Sie sind super edel, also ich trage die so, so gerne. Ich habe die in dem Katalog gesehen, und zwar diesen hier von Pippa & Jean. Und ich habe die gesehen und ich habe gewusst, dass ich genau diese Ohrringe, ja, tragen möchte. Und zwar nennen sie sich Maylee, falls ich das richtig ausspreche. 59 Euro kosten sie. Und bei Pippa & Jean ist es so, dass der Schmuck wirklich sehr individuell ist, sehr speziell, den findet ihr nicht an jeder Ecke und sehr, sehr hochwertig. Also das heißt, mir ist noch nichts angelaufen. Ich habe ja schon ein bisschen was von Pippa & Jean, das wisst ihr auch. Wie gesagt, ich werde ja ganz oft drauf angesprochen, den Ring, also den trage ich nur noch. Und ja, auch dieses Armkettchen hier ist von Pippa & Jean und da ist wirklich gar nichts passiert. Also es sieht alles noch top aus. Und deshalb wollte ich es euch heute auch in meinem Video nochmal zeigen. Also wie gesagt, diese wunderschönen Ohrringe, ja, trage ich super gerne. Euch haben sie auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann machen wir auch direkt weiter mit den nächsten Schätzen. Und zwar ist es ja ein Set, das nennt sich Mirella. Und zwar schaut es so aus, das ist die Kette mit diesem wunderschönen Anhänger hier und das Armkettchen. Die Steinchen hier, das sind Glaskristalle, also es schaut super edel aus und wenn ihr es umdreht, seht ihr dann quasi das Zeichen von Pippa & Jean. Wunderschön. Dazu gibt es auch die Ohrringe und das Set hier, das ist sogar im Moment reduziert. Also ja, total super, auch vom Preis her, wirklich, da kann man überhaupt nichts sagen. Und jetzt kommen wir aber zu einem wunderschönen Teilchen. Also als das angekommen ist, habe ich mir gedacht, sowas Schönes habe ich wirklich noch nie gesehen, vor allen Dingen nicht für diesen Preis. Und zwar spreche ich gerade von diesem wunderschönen Anhänger hier, diesen Infinity-Anhänger. Da sind auch ja, kleine Steinchen mit drauf. Das ist aus Rose Gold. Ihr könntet das Ganze auch so tragen, wenn euch das zu viel Glitzer sozusagen an einem Tag ist zum Beispiel, wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann habt ihr hier ganz klein auch wieder reingraviert Pippa & Jean. Und diese wunderschöne Kette, die hat so kleine Perlchen, ja, nennt sich All Day Long. Lionel Richie, All Night Long, hat es jetzt nicht dazu geschafft, aber All Day Long. Und die ist auch wunderschön gemacht. Ich habe mir den Anhänger einfach hier dran gemacht. Ihr könnt euch den Infinity-Anhänger natürlich an irgendeine andere Kette machen, wenn ihr eine lange Kette zum Beispiel in Rose Gold habt oder eben auch eine kurze Kette. Ja, da passt dieser wunderschöne Anhänger natürlich auch super gut dazu. Ja, diesen wunderschönen Schmuck hier, den wollte ich euch eben auch zeigen. Ihr habt mich auch danach gefragt auf Snapchat und deshalb heute in meinem Video diesen Katalog hier, den gebe ich überhaupt nicht mehr her. Also jedes Mal, wenn ich den aufschlag, finde ich neue Schätzchen. Das ist wirklich unglaublich. Also die haben unfassbar schöne Sachen, ganz moderne Sachen, schlichte Sachen, ja, so ein bisschen Hippie-Style auch dabei. Also wirklich wunderschön. Und wenn ihr eurer Mama noch nichts geschenkt habt, ich weiß, es war schon Muttertag, dann könnt ihr da trotzdem mal vorbeischauen oder euch zum Beispiel beschenken. So mache ich das Ganze ja immer. Wenn ich mir irgendwas wünsche, dann warte ich zwar auf den bestimmten Tag sozusagen, aber ja, ich denke, wenn man sich das Geld zusammengespart hat, dann kann man sich das auch mal so unter dem Jahr gönnen. Wir sind alle fleißig, wir sind alle, ja, Frauen sind fleißig, Mütter oder was auch immer. Ja, doch. Finde ich schon. Also man darf sich auch ab und zu mal was gönnen. Da könnt ihr euch den Katalog mal anschauen. Ich denke, dass man den einfach bekommt. Verlinke ich euch am besten mal unten in der Infobox. Keine Sorge, ich werde nicht am Gewinn beteiligt an eurer Bestellung. Aber ich wollte euch natürlich noch sagen, dass die Sachen wunderschön ankommen. Hier in so einem Karton, dann macht ihr das auf. Hier ist so Samt. Genau, und hier außenrum war nochmal so eine Kartonage. Es ist halt irgendwie, ja, fürs Auge, ne? Wunderschön. Also ich mag sowas ja super gerne, das wisst ihr ja. Mit sowas kriegt man mich. Aber natürlich muss die Qualität stimmen und deswegen zeige ich es euch heute in meinem Video, weil ich will euch ja keinen Schrott zeigen, das wisst ihr ja. So, meine Lieben, das war es soweit von meinem Fashion Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja eine Kleinigkeit dabei als Inspiration. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, kostenlos, dann unterstützt ihr mich. Würde ich mich echt total freuen und schaut unbedingt auf Snapchat vorbei. Es ist unglaublich, wirklich. Also das ist ja so total lustig und ich bekomme so viele Snaps von euch. Das macht mir so einen Spaß und viele sagen, ey Heidi, du motivierst mich total, du bist immer so lustig und ja, naja, so bin ich halt. Also mit mir ist immer ein Spaß, also mit mir kann man immer einen Spaß haben und
Ja, also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!